sieht richtig gut aus, Jessica. Und jetzt guck über die Schulter. Ach so. Nee, beim Laufen dachte ich auch. Okay, gut, warte. Ja, das ist richtig sexy. Los. Komm zurück, lauf. Yes. Nochmal. Oh, toll, dass du auf mich gewartet hast, Babsi. Dürfen wir mit? Ihr dürft gerne mitkommen. Wir wollen einen zweiten. Und ihr? Wir nehmen fünf. Na ja, gut. Mal zweieinhalb. Machen wir zweieinhalb. Sind wir beide auf derselben Etage. Ich passe hier gerade so rein. Auch, ne? Ja. Na, freust du dich, Babsi? Ne? Jetzt geht's weiter. Ich wünsche einen sehr zauberhaften Abend. Tschüss. Ihnen auch. Tschüss. Bist du wieder am Rumhorsten? Und wie läuft's bei dir? Was sind die neuen aktuellen Projekte? Die neuen aktuellen Projekte? Ich habe ja jede Menge aktuelle Projekte. Ne? Also ja, alles mögliche, aber da kann man ja nicht so viel drüber reden. Also Hot oder Schrott hat man. Wir haben viele andere Sachen zu zweit, alleine geplant gehabt. Wir haben sehr viele Sachen schon abgedreht. Und es wird ganz, ganz, ganz viel Neues geben. Also da darfst du noch nicht drüber sprechen. Richtig. So, richtig. Wie das halt so beim Fernsehen ist. Mein Gott, ich kriege ja hier Genickstarre, wenn ich ein bisschen hier hochgucken muss. Die könnte sich auch ein bisschen kleiner machen. Ne? Ja, das ist ja, ich bin ja Rückenpatientin. Das wird dann immer schwierig, weil da habe ich immer recht Schmerzen. Also Olivia Jones ist kundenorientierter wie du. Die hat sich irgendwie der Hacken abgesägt. Die hat sich die Beine kurz wegsägen lassen. Wie alt bist du jetzt eigentlich? So was, was spricht man? Ich bin 40 und du? 29. Oh, Botox in der Stirn, bisschen Hyaluron in den Lippen, möchte ich sagen, oder? Sag mal, bist du ein Ultraschallgerät oder was? Kim ist auch neu gemacht worden, Kim oder? Kim ist neu gemacht, natürlich. Also Matthias, du quatschst mir zu viel, vielen Dank. Das habe ich mir gedacht, ich nehme dir nämlich die Sendezeit. Danke, die Sendezeit nehme ich ab. Meine Güte, die quatscht ja auch in einer Tour. Hallo, ich bin Jessica Parker. Hallo, Jessica, darf ich dir das mal reichen? Hallo, Jessica Parker, guten Tag, meine Lieben. Wie ist mit deiner Kopfbedeckung? Die hängt immer irgendwie in meinem Auge, aber es ist nicht so schlimm. Ist so zirkusfertig. Du kannst gerne du zu mir sagen. Wirklich, Daniel? Habe ich was durch meine Zähne? Nein, aber ich rieche gerade gleich nach Chicken Nuggets, weil ich gerade ganz viele Chicken Nuggets gespannt. Okay, dann ist ja gut. McDonald's ist in the house. Du, sag mal, ich habe eine Frage an dich. Ja, mach mal. Bei den Klos, bei Prinz Charming, auf den Klos. Habe ich immer geputzt. Das ist schon mal schön. Wurde da mehr geblasen oder mehr gekokst? Auf den Toiletten. Hm? Na ja, dann hast du schon was getrunken? 3 Cent. Du siehst mal, ich habe schon 4 Wein. Also von jetzt daher. Die Dschungelprüfung einmal rumlecken. Zum Beispiel deshalb hinten drauf, weil damit ich wieder klar werde. Ja, Apfel direkt Saft. Ja. Dann lenke ich die ganze. Darf ich ein Foto mit Ihnen machen? Wenn du aufhörst, mich zu sitzen. Du bist doch keine 40 Jahre alt. Furchtbar. Oh mein Gott. So, Babsi, ehrlich, ja? Mama, jetzt alles. Machst du ein Foto? Ja, ich mach gerne. Wieso sitzt die mich denn, es Babsi? War doch ein Scherz, Schatzi. Ach so, wirklich. Ich dachte schon, du sitzt mich wirklich. Ich muss eben 2 Kilometer zurückgehen. Ja. Mit den Schuhen, aber die Schuhe müssen drauf. So. Die Schuhe müssen drauf. Das machen sie das erste Mal. Herrlich. Ah. 2 alte Zirkuspferde. Frage mal, wie heißt denn du? Giuliano. Giuliano, du bist Giuliano. Du bist heute für RTL hier. Genau. Wen hast du schon alles abgehalftert und auf wen wartest du? Ich habe alle. Ja. Wer war für dich der spannendste Mensch heute neben Dolly Buster? Neben Dolly Buster? Ja, ich habe es ja noch nicht gehabt. Nee, du wolltest ja nicht mit mir sprechen. Ihr habt aber wir müssen, wir haben hier die verschiedenen Minuten. Was hast du denn da? Jetzt seid ihr beschäftigt. Nee, mach nachher. Ach, Kader, Mensch. Ich war gerade im Nacken. Gleich macht sie. Die macht wieder reingegrätscht. Hab ich wieder reingegrätscht. Guck mal. Aber das ist die Kader-Not. Und die ist ganz klein. Die ganz klein. Hallo. Sein Brust. Pass auf! Ich weiß nicht, wer ist draußen. Ach, jetzt will der doch mit dir sprechen, oder was? Ja. Doch, ja. Es geht ja alles um Präsenz. Weißt du, um die Hauptpräsenz. Ja. Hi, Schatz, die hat gar keine Ahnung, wer ich bin, aber man tut ja hier, man tut ja immer so, als ob man alle kennt. Das stimmt natürlich gar nicht. Sind wir Zwillinge? Wir sind Zwillinge. Einen wunderschönen 2020. Ja, dir auch, mein Schatz. Hallo. Ich hab schon gedacht, du kommst heute gar nicht. Wir müssen ganz schnell, wir müssen zu Dolly Buster noch gehen. Aber jetzt wird's dunkel. Ach, jetzt ist es dunkel, scheiße. Und du bist heute auch hier. Ja, bin ich. Warum? Warum wohl? Weil Julia mich eingeladen hat und weil ich sehr froh bin, dass der Dschungel wieder beginnt. Und
Warst du auch mal im Dschungel? Ich, ja, natürlich. Echt, ja? Ja. Weiß ich gar nicht. Baxi, wissen wir, dass die Gabi im Dschungel war? Wann ich war mein Dschungeljahr. Viele Jahre. Ach, wirklich? 4 Jahre her. Ich bin mit Julia zusammen. Und hat sich das gelohnt für dich letztendlich? Es geht mir jetzt nicht, was ich aus dem Dschungel hole. Ich habe mir die Lebenserfahrung daraus geholt. Also wenn... Ich suche jetzt eigentlich gerade Julian. Eigentlich ist mein Plan, heute noch aufzutreten. Ich habe richtig tollen Song dabei. Ach, Jungle Boogie. Ist das ein Exklusiv, was dir hier die Bombe platzen lässt? Nein, es ist noch nicht meine neue Single, aber es ist ein guter Vorläufer dafür. Okay. Und deshalb will ich noch mal schon ein bisschen die Zündschnur anteasern, dass man weiß, welche Richtung. Und bei Julian wird der Playback abgeben, oder Lilly. Also, der Stick ist am Start. Der Stick ist am Start. Es kann losgehen. Du, deine Gabi. Wir haben viel Erfolg. Toi. Wie heißt der Song? Ja, fein. Stand up, ladies and gents, get on the floor. Don't stop, move their body, break a sweat on the floor. Show me some more. Das ist ein bisschen J-Lo. Ladies, come on. Ich glaube schon. Das ist ein J-Lo. Get up, baila, me. Get up. Das könnte ein Hot Sommer. Jungle Boogie, get up, baila, me. Und bald bei Payette geht immer. So, wir sind jetzt mitten im Live Public Viewing vom Ibis 2020. Erste Folge. Ich film mal rum, warte mal. Meine Damen und Herren, Mischgeschlechter, heute ist Dolly Buster hier. Oh, die Haare hängen in der Paillette. Oh Gott. Ja, die Perücken. Pornostar. Ja, ich glaube, Transenpornos haben auch eine Marktnische vielleicht. Marktnische, ja? Genau. Ich bin recht ungelenkig. Das jetzt, wo du sagst, ungelenkig. Ja. Das suchen wir. Dachte ich mir fast. Ein Stock mit einer Perücke. Eine Marktlücke, ja. Ungelenkige Transe lässt sich durchbumsen. Irgendwie sowas. Nee, aber bist Dolly, du auch unwillig, ja? Ja, natürlich. Ich bin meistens schlecht gelaunt und besoffen. Also von daher ist ganz gut. Bei mir klickt das. Ist klar. Dolly, dann würde ich sagen, wir tauschen gleich noch Nummern aus und dann wirst du meine Managerin. Ja. Ja? Alles klar. Ja? Ich bin Producerin und Managerin. Okay. Gut. Deal gemacht, Leute. Es kann weitergehen. Morgen wird gedreht. Morgen wird gedreht. Heute Abend noch hier auf dem Klo. Sehr verehrte Damen, Herren und Exklusivgeschlechterinnen, wir kommen jetzt zu einem weiteren Interview mit Menschen von Prinz Charming. Das ist eine schwule Dating-Serie gewesen. Kleine auf Männer. Vox Now, glaube ich. Oder so, Matthias, du musst mal kurz weggehen. Tut mir wirklich leid, weil ich muss mal ganz kurz die beiden Jungen. Ich bin nur der Kameramann. Und dann bin ich gleich wieder da. Komm mal ran, Babsi. Wie war's denn? Es war sehr schön. Ja? Unterhaltsam. Und der wurde auf dem Klo mehr gekokst oder mehr geblasen? Der Prinz Charming ist heute gar nicht da. Nicht da. Wer hat den bekommen? Ach, ihr seid auch beide zusammen? Nein. Oh. Ihr seid ein Paar beide? Ein heißes Eis. Ich glaub doch kein Wort. Das macht ihr doch nur für die Presse. Wir haben uns in der Sendung kennengelernt. Und seid ihr nun zusammen oder nicht? Aktueller Status, wir sind getrennt. Oh. Aber wir haben uns lieb. Ja. Ah. Ist das süß gestaltet, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja. Okay, dann, gab es nach der Show irgendwelche Geschlechtskrankheiten? Ja. Bei wem ist was passiert? Syphilis, Tripper. Oh mein Gott. Ihr seht im Fernsehen viel größer aus, ehrlich gesagt. Ich wusste gar nicht, dass ihr so wahnsinnig kleine Menschen seid. Kleiner aus dem Fernsehen. Ja. Ihr Mäuse, ich habe gerade den Marius gefunden. Ich kenne den nicht, aber der kennt mich. Und der wollte gerade ein Selfie mit mir haben. Und damit sich sein Freund, wie heißt dein Freund? Hannes. Damit sich der Hannes freut, kommt jetzt der Marius mit ins Bild. Und ich schneide euch ins Video rein, gleich auf YouTube. Bis dann. Sag mal was. Hi. Hannes, ich liebe dich oder irgendwie sowas. Hannes, ich liebe dich und extra nur für dich hier mit der Jurassica Park. Ja, schön, ich freue mich. Stöckel, wir müssen jetzt kurz ein kleines Interview machen, weil damit wir es hinter uns haben, bevor wir zu betrunken sind. Nein, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt können wir alles besprechen, was du willst. Wie ist der Abend für dich bislang? Erzähl mir mal was. Also das schönste Highlight ist ja immer, wenn diese Jurassica Park kommt. Oh. Wir sehen uns ja ein ganzes Jahr nicht. Und dann machst du ja immer Shows. Januar, ja. Heute so wichtig und berühmt.
berühmt bist. Und dann einmal im Jahr nimmst du dir einen Tag Zeit für mich und kommst zu meiner lustigen Party. Ja, das stimmt. Nächstes Jahr mache ich es noch irgendwie, da muss ich mir irgendwas Besonderes überlegen. Vielleicht, dass du dich ausziehst oder einen Striptease machst. Auf gar keinen Fall. Warum? Nee, weil eben darunter, das möchte keiner sehen. Zu deinem 35 Jahre Paillette Tralala im Theater eingeladen. Da waren ja Jubiläum, warum bin ich da nicht eingeladen? Ja, Stöcke. Und dann was erzählen. Du warst doch schon 3, 4, 5 Mal bei mir. Meine Güte. Also, ich bin jetzt sehr traurig. Ja, das bist du gar nicht. So, ich wünsche dir viel Freude heute Abend. Ja, und ich bin in deinem Bus. Ja, der ist, ich kann ihn auch rausnehmen, wenn du möchtest. Ach so, das ist ja super. Alles, ja, der ist ein bisschen geschwitzt, ja, aber. Und ich bin die kleine Tochter. So, wir sind gleich da, ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Exklusivgeschlechter. Wir sind gleich vor Ort bei Ross Anthony. Der hat Haare. Und ich möchte ihn gerne was von uns Frisur fragen. Frag mal nach einer Brauses Reunion. Brauses Reunion? Guck mal hier. Oh mein Gott, bitte mach das nicht, Jurassic. Mein Name ist Jurassic Pauter. Ich bin ein Transvestit. Also du bist ja auch ein Transvestit. Von daher passt das ja alles ganz gut. Wer bist du denn eigentlich? Du kümmerst dich darum, wie Leute sitzen. Ja. Okay, gut. Also wenn es hier besser. Ja. Okay, Dominik, hallo, der war auch bei dieser schwulen Dating-Serie. Du kamst gerade vom Klo. Dominik, hat sich das gelohnt für dich, dieses Prince Charming-Format? Ja, definitiv. Weil? Weil ich habe mehr an Selbstbewusstsein wieder gewonnen. Oh Gott, wirklich? Ja, ja, ich war im Januar, war ich in einer leichten Depressionsphase und dachte, hey, wer bist du eigentlich? Nächstes Jahr dann Queen of Drags. Du bist C-prominent, oder? Nee, ich dachte Z. Aber C ist auch okay. Ja, danke, eine Steigerung. Naja, oh, vielleicht auch B. Nee, C ist schon C. Die unterste Kategorie, okay. Meine Liebe. Also, wie war es für dich im Dschungel? Hat dir das was gebracht? Ja, doch schon, na was, klar. Was hast du denn verdient? Da darf man nicht drüber sprechen, oder? Nein. Naja, aber so, es war schon fünfstellig, oder? Fünfstellig mit Sicherheit. Naja, entschuldige also bitte. Also 10 oder eher so 90.000. Sie lacht nur, die Giselle. So, was, ja, ja, ja. Was sind deine... Was sind deine Gage besser als bei Germany's Next Topmodel? Nee. Auf jeden Fall. Germany's Next Topmodel. Da gibt es aber schon gar keine Gage bei Germany's Next Topmodel, oder? Das ist ja mittlerweile schon Jahre her. Darfst du da immer noch nichts sagen? Aber das war noch die beste Staffel. War das auf jeden Fall die dritte mit Gina Lisa. Gina Lisa. Ach, du warst mit Gina Lisa in einer Staffel? Das war ja, ja, ist ganz nett, auch mal Leute kennenzulernen, die man nicht so kennt, ne, aus dem Fernsehen. Du kennst mich nicht? Nein, aber deine Haare sind mega. Und die sind aus Plastik. Oh, schade. Ich habe gesagt, Georgina. Oh, Georgina. Ja, die ist besoffen schon wieder. Hallo, Georgina. Na? Du musst auch aufs Zimmer. Jetzt geht sie weg. Ja, die ist halt auch schon wieder rattenvoll. So, aber jetzt dezent abgebügelt. Ja. Alles Gute, tschüss. Schön, erst mal schön aufs Zimmer eine gucken. So. Du weißt, da lacht sie aus. Habe ich das gesagt oder gedacht? Ich weiß es nicht genau. So. Ich warte seit Stunden auf Michaela Schäfer. Und jetzt ist sie endlich da. Mika, du kommst direkt aus der Schweiz? Nee, aus Salzburg, ja. Ah ja, das ist daneben der Schweiz irgendwo. Was hast du da gemacht? Aufgelegt, aufgelegt oder was? Aufgelegt, genau, ja? Genau. Viel nackte Haut gezeigt. Natürlich, du als Nacktschnecke kannst das ja gut machen. Und jetzt bist du hier, bist du im Dschungel fertig dekoriert. Ja, innerhalb von 5 Minuten musste ich mich umziehen und ausziehen. Hast du schön und gemacht. Ja. Mein Schatz, also ich wollte dich nur kurz drauf haben, weil ich dich so gern habe und so lieb habe. Und ich bin jetzt hier nach Hause. Oh, ich bin schon ein bisschen angetrunken, muss ich sagen. Ah, ich bin top-nüchtern. Ja, du bist ja immer top-nüchtern, weil du nur professionell bist, wie gesagt, zu anderen. Ja, Georgina Fleur ist heute da. Oh, schön, freue ich mich. Ja, genau. Wir freuen uns alle über Georgina Fleur. Babsi, hat es dir auch gefallen? Ja. Okay. Wenn ihr Lust habt, folgt mir auf Instagram oder auf YouTube oder auf Facebook. Bis dahin, ihr süßen Mäuse, bleibt lieb und seid lieb zueinander und seid lieb zu euch selbst. Bis dahin. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Bye! Sharing is caring.